Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ganz unschwer für euch zu erkennen, ich habe hier mein leckeres Morgenfrühstück vorbereitet. Also so sieht bei mir so ein Müsli aus. Da ist auf jeden Fall immer ein Apfel, eine Banane drin. Dann habe ich noch Haferflocken, eine Birne, so ein paar zuckerfreie Cornflakes. Das Ganze übergossen mit einem Whey-Protein-Shake. Und dann lasse ich das immer so ein bisschen stehen, damit es so schön pappig, so schön matschig wird. Ja, was ich auf jeden Fall auch immer dazu gebe, ist noch eine Fettquelle. Denn sonst sind hier so gut wie keine Fette drin. In den Haferflocken sind einige wenige Fettsäuren. Aber das sind natürlich relativ wenige, so dass ich da noch die Fettsäuren in meinem Frühstück schon gleich mit berücksichtige. Was ich auch gerne dazu gebe, sind noch Nüsse, aber was zum Beispiel keine Nüsse sind, sind Mandeln. Da wundert ihr euch vielleicht, also im botanischen Sinne sind Mandeln keine Nüsse, sondern Steinfrüchte. Sie gehören nicht zur Gruppe der Nüsse und unterscheiden sich auch gerade, was die Nährwerte angeht, auch nochmal von den Nüssen. Darauf werde ich in diesem Video etwas genauer eingehen. Also ich gebe gerne irgendwie Macadamias oder eben hier zum Beispiel auch gerade Mandeln noch in mein Frühstück rein. Mandeln haben jetzt auch einen ganz besonders guten Zweck, nämlich gerade für Sportler ganz besonders interessant. Kardiovaskulare Krankheiten können vorgebeugt werden, also all das, was mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat. Da kommt natürlich auch noch dazu, dass schwangere Frauen auch in besonderem Maße davon profitieren können und genau darauf werde ich in diesem Video jetzt ein bisschen genauer eingehen. Aus meiner Sicht auf jeden Fall eines der wertvollsten Nahrungsmittel, achtet immer auf eine natürliche Qualität, also naturbelassene Mandeln, die auch nicht gesalzen sein sollten. Das ist einfach völlig unnötig. Ich habe hier zum Beispiel welche von MyProtein am Start, die habe ich mittlerweile auch im Muskelmacher-Shop im Sortiment. Die sind naturbelassen, ohne jegliche Zusatzstoffe. Und wenn wir uns einfach mal hier die Nährwerte anschauen, wir haben hier einen relativ hohen Fettgehalt, nämlich von über 68%. Und dieser hohe Fettgehalt hat den Vorteil, dass wir davon eigentlich auch nur relativ wenig brauchen, um im Bereich wichtiger Fettsäuren auch schon unseren Bedarf zu erfüllen. Bedeutet im Klartext, unsere Zellen arbeiten ja eigentlich auch nur mit Fetten. Die sind natürlich ein hervorragender Energielieferant, auch gerade im Masseaufbau ganz besonders wichtig. Für Frauen sollten 30 Gramm pro Tag nicht unterschritten werden. Für Herren sagt man so ungefähr 50 Gramm, natürlich auch noch abhängig vom Körpergewicht und eben auch von den sportlichen Zielen. Es ist das Mindestmaß, 50 Gramm Fette pro Tag für einen ausgewachsenen Mann. Also an der Stelle schon mal ganz besonders wichtig. Dazu kommt natürlich auch für die Verdauung. Und wir haben hier mittlerweile auch noch einige Studien, die den Nutzen von Mandeln für die Gesundheit belegen. Ja, wissenschaftliche Studien zum Beispiel von Stampfer aus 1999, also auch durchaus bekannt, nämlich können Mandeln die Mortalität, also die Sterberate aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant verringern. Das weiß man mittlerweile natürlich seit über 15 Jahren. Eine kleine Portion von 20, 30 Gramm können kardiovaskularen Krankheiten vorbeugen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sowas. Macht euch jetzt natürlich nicht die Illusion, dass wenn ihr irgendwie einen Vorhof flimmern oder irgendwas habt, dass ihr euch damit therapieren könnt. Also das ist kein Medikament, sondern ein sinnvolles Nahrungsmittel. Es kann einfach vorbeugen. Dann haben wir natürlich auch noch die cholesterinsenkende Wirkung, gerade auch für die Menschen, die mit Cholesterin ein Problem haben, wichtig, aber ich denke, das betrifft die wenigsten Sportler, sollte es zumindest. Blutdrucksenkende Wirkungen und zum Beispiel auch für schwangere Frauen sind die Mandeln aufgrund der Folsäure ganz besonders gut und eben das ist auch über eine Studie von 2008 mittlerweile belegt. Ich kann euch das gerne auch nochmal unter dem Video verlinken. Ich habe das übrigens auch mit in die Artikelbeschreibung mit aufgenommen, weil ich das eben als ganz besonders sinnvoll erachte. Vielleicht kann man nochmal ganz kurz einen Unterschied klar machen zwischen Mandeln und Nüssen. Also der Gehalt an Eiweiß liegt mit über 21% etwas höher als bei den meisten Nüssen, aber der Gehalt zum Beispiel an Magnesium, an Kalium und an Calcium, der liegt bei Mandeln höher als bei sozusagen bei normalen, gewöhnlichen Nüssen im botanischen Sinne. Also das sind auf jeden Fall die Unterschiede. Ich empfehle euch die Mandeln zum Beispiel gleich morgens hier im Frühstück oder eben in so einer Knabberschale abends vor dem Fernseher, gerade in der Massephase liefern die jede Menge Energie in Form von wichtigen Fettsäuren, in Form von einigen Proteinen und eben sehr wenig Kohlenhydraten, was jetzt im Masseaufbau nicht wichtig oder nicht unwichtig ist, aber ich denke auf jeden Fall ein tolles, natürliches Lebensmittel, was auf jeden Fall im Ernährungsplan Berücksichtigung finden sollte. Ja, baut es auf jeden Fall bei euch den Plan ein, werdet ihr auf jeden Fall Nutzen von haben, regelmäßig einfach ein paar Mandeln, entweder als kleine Knabberei oder wie gesagt hier in den Cornflakes drin, kann man machen, wie man möchte. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video, vergesst keine Bewertung, viele Grüße, euer Simon.